15.40 Uhr und ich und meine Schwester haben uns entschieden, jetzt alleine ein bisschen rauszugehen. Wir machen hier keine Schmackpause. Schmackpause. Also, wir haben. Das heißt 30% und sie hat auch diese Verzichtsbrille mitgenommen, weil wir uns entschieden haben, Nachos zu kaufen. Und dann zahlen wir, weiß ich viel, 3,84 €. Und ich so, Alter, hat er die 30% auf den ganzen Einkauf gemacht? Und tatsächlich, und dann auf dem Kassenbon geguckt, hat er 30% drauf gemacht. Unter 917. So, ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meinem eigenen Kinostudio. Ich hoffe, das Licht ist gut und der Film gefällt dir. Ansonsten, wenn du mitwirken willst, melde dich einfach gerne bei mir oder bei meinem Assistenten. Meine Schwester einkaufen sollen, damit die hätten jetzt 2 Euro gegeben. Ich halte mich für alles. Damit ich für sie gehe. Einmal Sojasauce, 2 Euro. Cool. Für jedes Produkt ungefähr 70 Cent. Das ist unterteuert. Ein paar Pakete von mir wurden wir rum auch gemacht. An eine andere Stelle verschickt und jetzt bin ich extra hingegangen, dachte ich, kombiniere das und dann sagte mir so, ja, mit dem Pass können Sie das nicht abholen, ich brauche einen anderen Pass. Wo ich mir denke, so, ich habe ein Foto von dem, es geht doch einfach nur darum, die Nummer einzugeben. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es wieder zurückgeschickt wird. Egal, sollen die halt das machen, wenn sie es mir nicht hergeben. Check ich nicht. Nicht gefunden, aber ich kurz davor Basmati zu nehmen. Nee, Perlgrauben. Dann habe ich jetzt eine Soße gefunden. Da gab es aber auch verschiedene von den Sojasoßen. Und jetzt habe ich doch Basmati gefunden. Ach Gott. Also Bulgur. Leute, sie gibt mir heute keine Ruhe, weil sie denkt, dass so ein Typ aus Snapchat sie heute Nacht holen wird, nachdem sie ihn blockiert hat. Kannst du auch schön. Er fliegt hier durchs Fenster rein.